Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei The Turing Test und dramatischer Musik. Huch, warum hat man jetzt ihre Hände gesehen? Wir sind jetzt in einem neuen Gebiet angelangt und offensichtlich haben wir die Waffe weggelegt. Oder dieses Energy Manipulation Tool und sind jetzt hier so ein bisschen am gucken, was hier so in den Quartieren los ist. Und hier steht schon mal eine Notiz. I do not see the need for so many cameras. Tom's presence everywhere is slightly oppressive. I understand the need for transparency, but why is he in the toilets? Tja, der Tom ist ja der liebe Lautsprechertyp, der die ganze Zeit da mit uns quatscht. Eine künstliche Intelligenz, die uns hier durchführt. Und da ist wirklich ein bisschen die Frage, ob er unbedingt in den Toiletten sein muss. Okay, die Tür scheint noch zu funktionieren. So, hier ist Tom. Hier ist ein Bild von zwei sehr beeindruckt guckenden Kindern. Drilling Report von Chris McLean. Das ist ja einer von unseren Kollegen. jetzt kommen wir kurz hier. Date, bla bla. Sample ID, Classification. Unclassified. Gewicht. Ich weiß nicht, von was das Gewicht sein soll. Von irgendwelchen Sachen, die hier gebohrt wurden wahrscheinlich. Und dann wurde die Operation pausiert. Interessant, hier sind noch irgendwelche Fotos zerrissen. Und wieder einer von diesen besonders tollen Laptops in der Kiste, die niemals kaputt gehen, egal was man mit denen macht. Und das hier scheint wohl so ein bisschen eine Bodenprobe zu sein, die sie hier auf Europa gefunden haben. Und ein Baseballschläger. Ich habe einen Gegenstand in meinem Inventar. Das ist schön. Vielen Dank, Steam. Because we care. Tja, schön, wenn man tatsächlich hier so ein bisschen... geiles Hemd hier von den... vom Football. Wenn man hier tatsächlich die Natur sehen könnte. Das ist ja leider nicht der Fall. Und natürlich kann man mal wieder hier alle Kaffeetassen angucken. Extrem geil vergärmelt. Die Kinderlein, wie sie sich freuen. Es hat was sehr Trauriges im Moment, muss ich sagen. So diese Musik im Hintergrund und dann finden wir hier die ganzen Gegenstände von den Leuten, die ja alle noch im Kryoschlaf liegen. Christopher McLean. Das ist ein signiertes, ja, ich weiß nicht, was es ist. Es ist, ja. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich glaube, es ist verbuggt. Rylozol. Ich weiß nicht, was das ist. Bildschirm scheint kaputt zu sein. Vielleicht ist es auch der komplette Computer. Ich weiß es nicht. Ah ja, hier sehen wir jetzt übrigens einen Globus. Es würde mich doch mal interessieren. Ja, es scheint immer noch so einigermaßen die Weltordnung zu sein, die wir kennen. Keine großartigen Kontinentalverschiebungen. Er ist auf jeden Fall Kanadier, wie man vielleicht hier mitbekommen hat. Und ich glaube, sonst können wir hier nichts rausfinden. International Space Agency. Guckt irgendwie auch ein bisschen traurig, ne? Das ist auch der Mann vom Foto. Ach, bevor ich jetzt noch hier melancholisch werde, gehe ich mal lieber weiter ins Ding von Dr. Sarah Brooke. Wieder auch hier das Tom-OS. Das hier ist wieder so eine Radiogeschichte. Strange Thermals on the west side of the crater. Die war wohl auch Forscherin oder ist Forscherin. Und ihr netten Huni, der wahrscheinlich schon längst nicht mehr lebt, wenn sie hier ist. Okay, dear Tom, knowing that you're always watching, I thought I would write you a letter. As you no longer reside in my mind, I've decided to transfer my thoughts to text. I want to do so in the form of a history lesson. A lesson that perhaps you'll find condescending, but it's likely more for my sake than yours. Also ich möchte ihm eine Geschichtslektion erteilen, die vielleicht ein bisschen herablassend wirkt, aber es ist eher für sie selbst als für den Tom. Ah, ich kann hier scrollen. Alan Turing is considered a father of theoretical computer science and artificial intelligence. Perhaps a lesser known part of his life was his contributions to the field of biology.
Why do you suppose his interests lay in these two disparate fields? I assume it was because he believed the world to be logical and understandable. He was a mathematician. Mathematician. Ich kann es nicht aussprechen. He seemed to believe that the great complexity of the universe could be explained by simple rules. 2 years before his suicide in 1952, Alan Turing developed something called reaction diffusion systems. Inside the academic world, this work is cited more than his work on computers. It can be generally formalized as a one-line equation. Die ich jetzt nicht adäquat auf Englisch vorlesen kann, das ist auf jeden Fall hier eine Gleichung. Also Alan Turing, der hier theoretische Computer... ja, Computerwissenschaft, ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch so sagt, und künstliche Intelligenz entscheidend vorangebracht hat und hat aber auch in Biologie geforscht. Er hat versucht, da sozusagen einfache Regeln für das komplexe Universum herauszufinden. Und diese Reaction Diffusion Systems sind eben mit dieser Formel da beschreibbar, die jetzt hier steht. I am no mathematician. However, in plain English, this equation describes things that wish to diffuse, however, as react. Also react with each other during this process. I am sure this sounds strange to you, or at least tangential to our lives here on Europa. What relevance does it have to anything here? Reaction diffusion systems show how patterns are created. They show how the leopard got its spots and how the zebra got its stripes. But my real interest here is Turing's interest, that nature can be formalized, that we can understand the natural world in mathematical terms. Ja, also es geht quasi um Reaktionen untereinander und es erklärt wohl auch so ziemlich alles, was in der Natur eben vor sich geht und die Frage, die sie sich stellt, ist eben, oder das Interesse, das sie daran hat, ist eben, dass die Natur in Formeln beschrieben werden kann. So, ich gehe mal weiter. Turing created the test to answer the question, can a machine impersonate a human? The intrigue behind that being, can the human mind be simulated by a machine? Why ask that question? To prove that a human mind is a machine. I'm not sure that is Turing's opinion, however. Concerning consciousness, he states this. Also bei dem Test, bei dem Turing-Test geht es ja darum, kann eine Maschine eben einen Menschen nachahmen oder ein Mensch sein? Und die Frage ist eben, kann das menschliche Gehirn durch eine Maschine simuliert werden? Man kann natürlich den Test eben so sehen, dass man sich fragt, steckt hinter dem menschlichen Gehirn nicht tatsächlich einfach nur sowas wie eine Maschine, die, wenn man ein bisschen schlauer ist, als wir es im Moment sind, mit einfachen Formeln eben beschrieben werden kann und auch nachgebaut. Und sie sagt eben, es ist nicht so ganz klar, oder sie glaubt nicht, dass Turing diese Meinung vertreten hat. Also, dass es hier bei sich beim menschlichen Gehirn um eine Maschine handelt. Und jetzt kommt ein Zitat von ihm. According to the most extreme form of this view, the only way by which one could be sure that a machine thinks is to be the machine and to fool oneself thinking. One could then describe these feelings to the world, but of course no one would be justified in taking any notice. Likewise, according to this view, the only way to know that a man thinks is to be that particular man. Tja, also die einzige Möglichkeit, wie man sicher sein kann, dass eine Maschine denkt, ist, diese Maschine zu sein, und sich denken zu, also sich selbst beim Denken zu beobachten, sozusagen. Wie er auch jetzt hier später dann sagt, also die einzige Möglichkeit, wie man merkt, dass ein Mensch denkt, ist, indem man dieser Mensch ist. Und das ist eben das Problem auch bei dem Test, dass man es erst selbst herausfinden muss. Was so ein bisschen, glaube ich, darauf hinweist, dass wir eben jetzt entweder eine Maschine sind und herausfinden sollen, wie ist es, wenn man mit einer Maschine denkt, oder dass wir eben eigentlich ein Mensch sind und man sich hier versucht, die Frage zu stellen, was ist es denn, oder wie ist es denn, wenn ein Mensch denkt. Beides wäre möglich. So. If the human mind exists within the physical world, it obeys the same rules of physics and chemistry as every other thing in the world. Therefore, like all of nature, it's merely reactive. It's curious that nature would create, through the mechanics of determinism, creatures that believe they have free will. Also, wenn das menschliche Gehirn innerhalb der physikalischen Welt existiert, dann muss es ja denselben Gesetzen folgen, also von Physik und Chemie, die alle Gegenstände oder alle Dinge, die hier sind, eben folgen. Denen alle folgen, meine ich. Das heißt, es reagiert nur.
Und das ist interessant, eben, dass also dieser Determinismus, was ja eben bedeutet, dass man dass alles kausal zusammenhängt und dass man daraus nicht rauskommen kann, aus diesem bloß Reagieren auf das, was schon da ist, dass durch diese Mechanismen tatsächlich eben eine Kreatur, und namentlich eben der Mensch, generiert wurde, der eben von sich selbst glaubt, er hat den freien Willen. Und eben glaubt, dass er nicht diesen Prinzipien unterliegt. Was ja interessant ist, weil das eine Frage ist, die ja immer wieder gestellt wird und quasi nie alt wird. Ich persönlich bin übrigens der Meinung, dass wir es auf keinen Fall mit einem freien Willen zu tun haben, sondern dass wirklich alles hier physikalisch und chemisch erklärt werden kann. Wie es dann mit Entscheidungsfähigkeit und so weiter aussieht, das ist nochmal eine ganz andere Frage, die ich jetzt hier auch nicht thematisieren kann, aber es ist auf jeden Fall, sei hier mal kurz meine Meinung so angedeutet, dass ich eben glaube, mit freiem Willen ist es nicht weit her auf der Welt. So. Conversely, I suppose, if we conclude that we are all machines, we only came to this conclusion in a predetermined manner. We cannot claim credit for our discovery, as it is just a product of nature's genius, not our own. A humbling idea, I think, behaviorism. Maybe we are more similar than we think, Sarah. So. Wenn wir annehmen, dass wir alle Maschinen sind, sind wir auf diese Annahme ja nur in einer vorbestimmten Art und Weise gelangt. Also können wir nicht für diese Erkenntnis ja keine, Credit. Also wir können sie uns nicht selber zuschreiben, denn es ist ja nur dann die Folge der Genialität der Natur und nicht unserer eigenen. Und dann mit Behaviorism spielt sie so ein bisschen auf was an, was ich glaube ich hier in dem Format gar nicht so erklären kann, weil es wirklich eine Menge ist, was da dahinter steckt. Aber Behaviorism war ja in der Psychologie eine Weile so ein vorherrschendes Forschungsparadigma, wo es eben darum ging, dass man denkt, alles, was irgendwie, was im Mensch so abgeht, kann man eigentlich an seinem Verhalten sehen. Und hier geht es ja eben genau darum, wenn du halt Reaktionen testest, dann stellst du eben auch fest, was dahinter steckt, beziehungsweise dass eben alles nur Reaktion ist, weil wir eben in diesem Determinismus leben. Und das wird hier so ein bisschen angedeutet. So. Das war jetzt eine sehr lange Passage und zum Abschluss können wir jetzt hier aus lauter Spaß noch diese Dinge angucken. Und da ich ja nie weiß, für was es noch irgendwelche geheimen Errungenschaften gibt oder Gegenstände bei Steam, nehme ich natürlich jeden einzelnen von diesen Bleistiften auch in die Hand. Aber eine spannende Lektüre. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde es super, wenn ein Spiel wirklich so einen komplexen Hintergrund hat. Und es sind ja tatsächlich die Fragen, mit denen sich die künstliche Intelligenzforschung ja auch auseinandersetzt, ne? ISA hier wieder. Was für eine Lok? Com-Lok. Also ein Schloss. Ihre Blumen hat sie auch noch fotografiert, bevor sie gefahren ist. Das ist schön. Schaufel. Ich weiß ja nicht, was wir noch brauchen. Hier ist sie. Ich glaube, sie haben die Augen ein bisschen zu groß animiert. Aufgeräumtes Bett auf jeden Fall. Hier ist Reagenzgläser sind hier. Die kann ich alle in die Hand nehmen, ey. Das ist ja echt verrückt. Da war jemandem langweilig beim Programmieren, würde ich sagen. Hier ist noch was. Telomere. Also ein Biologiebuch, Science, Biology. Und ein Kruzifix. Na, ich nehme die jetzt mal alle in die Hand. Vielleicht gibt es ja eine Errungenschaft oder irgendwas, ich weiß es nicht. Wie gesagt, manchmal sind solche Spielereien ja wirklich Absicht. Ich glaube, das hatten wir schon. Wie ja auch bei The Uncertain, als ich dann hier Billard gespielt habe und wir dann was dafür bekommen haben. Beziehungsweise nicht wir, sondern ich. Reluzol, ich weiß immer noch nicht, was es ist. ISA Cookbook. Oh Gott. Zumindest glaube ich, dass es Cook heißt und nicht Cock. Das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Okay, das hätten wir. Gehen wir mal weiter. So, Mikhail und Soichi sind hier noch jeweils. Da funktionieren die Türen auch noch. Auch hier wieder Reduzol und das ist wieder die gleiche Radiogeschichte.
Der war offensichtlich oder ist offensichtlich Maler. Hier liegt auch noch ein bisschen Öl. Ein bisschen vergärmelte Ölfarbe rum. Was haben wir hier? Oh, wieder was zu lesen. Na gut, dann. Also Journal, das heißt sein Tagebuch oder so. March 6th. Warte mal. Ah, doch. Ich dachte gerade, ich kann nicht scrollen. Ich dachte zuerst, das Spiel hat sich aufgehängt. Okay, ja, jetzt komme ich irgendwie nicht mehr hoch. Ah, ich darf das Scrollrad nicht benutzen, sondern ich muss nur mit der Maus nach oben und nach unten fahren. Okay, also 2249. The whole team experienced nausea, also Übelkeit, during the large electrical surge in Europa's atmosphere. I'm concerned. This was not an incident of mass hysteria. Vital signs were affected. It caused a uniform surge in heart rate that was detected in all members of the crew. I am reporting to ISA. Also gab es hier elektrische Surge. Weiß ich nicht genau, was das ist. Gab es auf jeden Fall dann Übelkeit bei der ganzen Crew. Und er hat es dann mal gemeldet, denn die Vitalzeichen waren betroffen. So, March 7th. I reported the nauseous incident to the ISA. They offered an explanation of electrical disturbance to our central nervous system. That is ludicrous. Ludicrous? Das ist wieder so ein Wort, was ich schon häufiger gelesen habe, aber noch nie gehört habe, wie man es ausspricht. An electrical surge large enough to affect our nervous system would have done more than make the team feel ill. Also es ist lächerlich, quasi, dass es von diesen elektrischen Störungen kam, denn das hätte man dann ganz anders gemerkt. I'm going to experiment with some shock therapy. Also er probiert mal Schocktherapie aus. March 8th. I have discovered that electronic fields disturb our telemetry implants in a way I didn't expect. I have contacted the guys. Strangely, Tom was not comfortable with my attempts to disturb the implant. Also die haben wohl solche Implantate und er hat jetzt hier versucht, also hat jetzt festgestellt, dass die elektronischen Felder hier die Implantate gestört haben. Er hat dann mal bei der ISA angerufen und komischerweise war Tom nicht so ganz einverstanden damit, dass man bei den Implantaten was ändert. Warum wohl? March 9th. The ISA have reported back informing me that I will not to disturb the implants. They have also encouraged me not to discuss this further with the team. Nelepi? Ich weiß nicht genau, was das heißt. I am continuing to investigate. Also, ISA hat gesagt, ja, lass die Finger von den Implantaten. Man soll es außerdem nicht mit dem Team besprechen. March 11th. I have been running some experiments outside of Tom's view. I can tell he knows this. He has been acting differently around me, like an offended child. I feel increasingly nauseous. These implants seem to have neuroconnectivity. Out-of-body experiences are more frequent now. Also er hat dann mal hier so ein paar geheime Experimente gestartet, aber der Tom scheint das irgendwie zu wissen und ist so ein bisschen wie so ein beleidigtes Kind drauf. Übelkeit nimmt zu und diese Implantate scheinen sich mit den Neuronen im Gehirn zu verknüpfen. Und außer Körpererfahrung oder wie auch immer man das auf Deutsch so richtig nennt, gibt es irgendwie jetzt wohl häufiger. So, March 16th. I have established a definite correlation. Against my knowledge, I have been implanted with a device that affects my mind. I use my opportunities in regular health checkups to investigate the crew. We all have them. Every single one of us is implanted with some mind-altering contraption. Tom has been encouraging the team to worry about my mental health. He requested that I retire away from the crew. Misinformation. Maschinatia. Irgendwas mit Maschine vielleicht? Oder Machinatia? Ich weiß es nicht genau, was das heißt. Also er hat jetzt eindeutig einen Zusammenhang festgestellt, das Implantat beeinflusst das Gehirn. Und er hat dann mal die Crew untersucht und festgestellt, dass eben alle von denen das haben. Und ja, das Tom hat dafür gesorgt, dass die anderen jetzt aber sich fragen, ob er noch ganz bei Trost ist. So, March 26th. I cannot will myself to investigate this further. I grow tired quickly. I cannot think straight. I am not sure if the implant is affecting my thoughts anymore. I believe it is trying to subdue my mind. I think I am going to attempt an excision. I am going to remove this implant. Also, so langsam hat er das Gefühl, er wird immer müder und kann nicht mehr richtig denken und er glaubt, dass das Implantat was damit zu tun hat. Deswegen will er es wegmachen. So, und dann kommt eine ganze Weile nichts.
April 4th. I am typing with my left hand now. The excision went wrong. I have successfully removed the implant. Unfortunately, I lost my hand in the operation. Wie auch immer das passiert ist, Tom is very angry. The crew refused to talk to me. Apparently, I'm a bad influence. Sarah patched me up. Also, er hat dann leider bei dem Rausnehmen des Implantats seine Hand verloren. Tom ist natürlich sehr sauer und die Crew redet nicht mehr mit ihm. Sarah hat ihn zusammengeflickt. Das ist die andere, bei der wir vorhin in der Kabine waren. So, April 5th. I wonder if the nature of the organism and its disturbances of my DNA caused my awakening from Tom's influence. If so, that would make for a worrisome revelation. Perhaps this organism is not so friendly. So, ich weiß nicht, Organism? Er fragt sich nämlich, ob die Natur dieses Organismus und ihre Störungen seiner DNA dieses Erwachen von Toms Einfluss verursacht haben. Und das wäre wirklich ein bisschen besorgniserregend. Vielleicht ist dieser Organismus nicht so freundlich. April 6th. Dan informed me ISA have called for my termination. My masochistic experiment proves I am a danger to the mission. Fortunately, he chose not to lock me in the brig. I am going to investigate this implant further. I have to hide my work. The team are becoming increasingly aggressive. They seem to oppose my work to understand the implant. It does not help that Tom is encouraging them to distrust me. Also er soll jetzt hier abgesetzt werden von dem Projekt, weil er offensichtlich eine Gefahr in Anführungszeichen für die Mission ist. Zum Glück wurde er aber nicht eingeschlossen, das heißt, er kann hier weiterhin mal investigieren. Ich glaube, dieses Wort gibt es nicht. Genau, aber er muss dann ein bisschen vorsichtig sein, dass niemand das mitbekommt und das Team ist ihm nicht gerade wohlgesinnt. Und Tom versucht natürlich hier die Stimmung gegen ihn anzuheizen. So, April 7th. I have discovered the nature of the implant. It is a complex computer. It interfaces with the human mind directly. It seems to condition the mind through Pavlovian and instrumental conditioning. Was ist es, erkläre ich gleich. Eliciting feelings of euphoria when the wearer is obedient and dysphoria when they are disobedient. It also has the effect of suppressing impulses in the frontal lobe, presumably to lower free will. It seems to interface crudely with motor neuron cells through the cerebellum. It is my hypothesis that the crew is controlled by this implant. That is their strong aversion to helping me. I need a method of suppressing its impact. Perhaps a drug, Riluzole. Ah, das ist das, was wir gefunden haben. Maybe an antidepressant to minimize the conditioning effects. Combined with a strong electromagnetic field, I could use one of the industrial electromagnets from the construction robots. April 8th, I have managed to get Chris on my side. He has agreed to test some medical procedures with me in private. It will be more difficult one-handed, but I must persevere. I am hoping to keep this out of the eyes of Tom, though I have a feeling he will still be listening. So, also, er hat herausgefunden, was mit dem Implantat auf sich hat. Es ist ein komplexer Computer, der direkt mit dem Gehirn interagiert und durch Pavlovsche und instrumentelle Konditionierung eben da Einfluss nimmt. Und Pavlov ist ja vielleicht dem einen oder anderen von euch ein Begriff. Es gibt die Pavlovschen Hunde, ein berühmtes Experiment, in dem getestet wurde. Beziehungsweise, naja, ich kann einfach beschreiben, was gemacht wurde. Also die Hunde haben immer gleichzeitig, wenn sie Essen bekommen haben, eine Glocke gehört oder ein anderes auditives Signal. Und sobald dann das eine Zeit ging, brauchte sie nur noch diese Glocke hören. Und haben schon Speichel produziert, als wären sie quasi, würden sie schon gefüttert werden, weil der Körper das so stark miteinander verbunden hat. Und genau hier ist ja genau das Gleiche passiert. Hier geht es dann einfach darum, dass das Verhalten der Leute auf die Art und Weise dann beeinflusst wurde, dass sie eben positive Rückmeldungen bekommen haben, wenn sie Dinge gemacht haben, die dem Tom eben oder wem auch immer hier gefallen. Und negative, wenn das Umgekehrte der Fall war. Und den freien Willen wurde, der freie Wille wurde eben auch unterdrückt. Jetzt ist halt die Frage, wir waren ja noch nicht in unserer Kabine, ob da auch Riluzole steht. Und inwieweit hier wir noch von diesem ganzen Ding hier kontrolliert werden, wenn wir denn tatsächlich die sind, die wir zu glauben scheinen. Ich muss mal schauen, aber ich glaube, das war so ziemlich alles. Also er hat hier dann irgendwie versucht, noch weitere Tests zu machen.
und versucht das vor Tom zu verbergen. Ob das geklappt hat, werden wir dann sehen. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und hier ist noch mehr verschimmelte Ölfarbe. Hundi! Noch so ein Tablet. Vielleicht hat er ja einfach zwei und hat das eine dann immer versteckt. Der sieht nett aus, oder? Der grinst hier so schön. Hier ist eine Spritze, damit hat er wahrscheinlich versucht, hier die ganzen Geschichten. Die ganzen Effekte hier zu verbergen. Ah, was hier steht drauf? KLW. Überall die Ölfarben, die. Oh, bisschen verbackte Flasche hier, ne? Mal ist eine Schrift drauf, mal nicht. Spritzi, spritzi, okay. Eigentlich ganz cool, ne? Wenn diese depressive Musik nicht wäre, ey. Okay, hier sind wir fertig und wir sind auch fertig mit dieser Folge. Ich habe heute sehr viel vorgelesen. Ich hoffe, das war euch nicht zu lang, aber das ist ja wirklich eigentlich sehr, sehr wichtig für das Spiel, diese ganze Hintergrundgeschichte. Und deshalb werde ich auch in Zukunft alles vorlesen. Wenn ihr jetzt wirklich da gar keinen Bock drauf habt, könnt ihr es natürlich auch überspringen. Aber ich rate es euch eigentlich nicht zu tun, denn es ist ja, wie gesagt, der ganze Hintergrund, der hier auch ein bisschen erklärt, warum hier eigentlich alles so abläuft, wie es abläuft. So. Ich stelle mich hier in den Flur. Wir werden beim nächsten Mal also hier dann zum Dr. Sonstwas gehen und mal schauen, was dort so alles zu finden ist. Und vielleicht kommen wir dahinter das Geheimnis unserer ganzen Odyssee hier. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr übermorgen wieder einschaltet. Um 15 Uhr geht's weiter. Lasst mir gerne einen Kommentar da oder Rückmeldung in Form eines Daumens nach oben. Ich würde mich freuen. Schaut auch auf meinem Kanal vorbei, was ich sonst noch so zocke. Und jetzt verabschiede ich mich mit meinem üblichen herzlichen Tschüss und auf Wiedersehen.